Herzlich willkommen, meine lieben Dividendenfreunde. Ich präsentiere euch drei Aktien, die mit einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite derzeit zu haben sind. Denn gerade dank der steigenden Zinsen öffnen sich momentan viele Kaufgelegenheiten von auch hochwertigen Aktien, die jetzt einfach eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite haben, dank fallender Kurse. Wir gucken uns dann immer im Detail an, wo sieht es eher skeptisch bei welcher Aktie und wo überwiegen aus meiner Sicht die Chancen, die Risiken. An der Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Inspiriert ist das Ganze von unserer monatlich erscheinenden Serie hier, Dividendenaktien mit Rabatt, wo wir im Detail drei Aktien ebenfalls jeweils im Monat wirklich ausführlich analysieren. Ausführlicher, als ich das hier in dem Video machen kann. Ich schaue auch, dass es eine andere Aktien sind, die wir hier im Video machen. Und da der Hinweis hier auf Dividendenaktien mit Rabatt. Wenn ihr noch mehr Dividendenaktien mit Rabatt haben wollt, da gibt es dann auch immer die Top 30 Liste und drei Aktien davon. Da gehen wir dann, die analysieren wir dann tiefergehend. So, dann würde ich mal sagen, let's go. Und die erste Aktie ist NextEra Energy. Das war auch eine Wunschaktie von euch. Warum? Erklärt sich hier, die Dividendenrendite ist auf über 3%, 3,2% gestiegen. Das ist deutlich mehr, als es noch vor kurzem gab, mit deutlich unter 2%, teilweise nur 1,7%. Und man muss schon sehr weit zurückgehen, um auf eine ähnlich hohe Dividendenrendite zu kommen, 10 Jahre und mehr zurückgehen. Außerdem haben wir hier einen Dividendenaristokrat, und das steht ja für zuverlässige Dividenden. Sind die Dividenden tatsächlich zuverlässig? Werden wir gleich erfahren, aus meiner Sicht. Ganz kurz zu NextEra Energy. Produzieren Energie, verteilen, speichern Energie und verkaufen die Energie auch teilweise an Endverbraucher. Wir haben hier zwei Segmente und da ist das Segment NextEra Energy Resources. Von da kommen die. Nein, sie kommen von Florida Power and Light. So rum. Außer dass sie aus Florida kommen, sieht man auch hier anhand der Dichte der Infrastruktur von NextEra Energies. Aber sie sind mittlerweile in den ganzen USA, fast in jedem Bundesstaat vertreten, auch ein bisschen in Kanada. Was sie sich auf die Fahne geschrieben haben, sind saubere Energien, also die, wo kein CO2 ausgestoßen wird. Da gehört dann auch Nuklear dazu, hauptsächlich Windkraft momentan. Und das soll es auch bleiben. Und man baut hier wirklich, oder man hat ja sehr aggressive Wachstumsziele. Man will bis, das habe ich mir auch aufgeschrieben, 2026 so viel Strom produzieren, dass man dafür, dass das für 6% des gesamten Strombedarfs in den USA reicht. Und jetzt kommen wir gleich zu dem, was mir nicht so gefällt. Was toll aussieht, ist der bereinigte Gewinn pro Aktie. Was nicht toll aussieht, und natürlich die Dividenden sehen auch toll aus, was nicht toll aussieht, ist der freie Cashflow, der seit einigen Jahren negativ ist und laut Analystenschätzung immer negativer werden soll. Aufgrund, und das sieht man hier, der Investitionen. Der operative Cashflow, der steigt ja, und der freie Cashflow, der sinkt. Und dazwischen sind eben die Investitionen. Und aggressiver Ausbau der Infrastruktur, der erneuerbaren Energie, das kostet Geld. Jetzt fragt man sich, wie es sein kann, dass die Dividende trotzdem beibehalten und sogar noch leicht erhöht wird. Das ist möglich, weil schon seit längerem NextEra Energy die Anzahl der die Schulden erhöht. Das sehen wir hier wunderbar, sowohl absolut, das sind die roten Balken, die werden immer höher, momentan 72 Milliarden, als auch hier die Schuldquote, also relativ im Vergleich zum Vermögen, zur Bilanzsumme des Unternehmens. Außerdem werden neue Aktien ausgegeben, das sogar beschleunigt im Jahr 2022 bis heute. Dadurch erfolgt eine Verwässerung des Gewinns quasi pro Aktie und auch der Dividende selbstverständlich pro Aktie. Und das sehe ich jetzt durchaus kritisch. Das ist prinzipiell so eine Art Taschenspielertrick. Man hat eine hohe Dividende, aber man finanziert die ganze Zeit die Dividende auf Pump und meint, ja, das wird schon gut gehen, weil in Summe ist das eigentlich operative Geschäft ja solide. Und ja, das stimmt soweit auch, aber warum muss man dann unbedingt eine Dividende ausschütten und dafür zinstragende Schulden also in Kauf nehmen, beziehungsweise dann noch oder durch die Ausgabe neuer Aktien die Kaufkraft des Aktionärs, also die Pro-Aktie-Kennzahlen quasi verwässern. Also, und dazwischen hängt dann nochmal der Finanzminister und zwackt nochmal Quellensteuer bzw. Abgeltungssteuer ab. Ist was, was mir nicht sehr gut gefällt, muss ich sagen. Das heißt, und ich vermute, dass das weitergeht und dass die Dividende nicht gekürzt wird, das ist einfach eine Managemententscheidung. Aber das macht für mich
die Aktie weniger attraktiv. Und auch bei der Bewertung würde ich deshalb einen gehörigen Abschlag vornehmen. Es gibt jetzt auch aber übrigens einen anderen Grund, der dann auch zu einem Abschlag führt, auch insbesondere dazu führt, dass die Aktie gefallen ist. Denn NextEra Energy, eine Tochter NextEra Energy Partners, die auch selbst handelbar ist, die haben die Wachstumsziele quasi halbiert von 12-15% auf 6% erstmal. Unter anderem auch wegen der steigenden Zinsen und insbesondere wegen auch der Finanzierungskosten quasi. Man sieht man schon, das ist ein Problem. Und was jetzt das Management macht, ist zu sagen, okay, wir tun da mal beim Wachstum ein bisschen vom Gas gehen, weil die Finanzierungskosten zu hoch sind. Übrigens habe ich auch geguckt, die Refinanzierungskosten für auslaufende Kredite über die nächsten 2 Jahre liegen bei 8 Milliarden. Das ist nicht viel, das ist ungefähr um die 1/9 der gesamten zinstragenden Schulden. Da haben wir die gesamten zinstragenden Schulden, 72 Milliarden. Das ist okay, aber wir haben eine Verlangsamung des Wachstums und wir haben diesen, in Anführungszeichen, Taschenspielertrick, dass man die Dividenden auf Pump finanziert. Das möchte ich, hier gehen wir zurück, das möchte ich hier bewertet sehen. Und außerdem haben wir noch, und das sieht man auch hier übrigens, die Verlangsamung des Wachstums, auch in den Prognosen. Das ist noch hohes einstelliges Wachstum und hier waren wir immer zweistellig gewesen in den Jahren zuvor. Auch das muss man berücksichtigen bei der Bewertung. Was ich jetzt mache, ist einfach, ich gehe auf den Markt, was das KGV angeht, beziehungsweise ich mache es erstmal weg, damit ihr seht, was das für einen Unterschied macht. Out of the box ist die Aktie ja sehr, erscheint sie unterbewertet, sehr günstig bewertet zu sein. Fairer Wert bei 70 US-Dollar, Aktienkurs bei 54 US-Dollar. Und wenn ich jetzt sage, ich gehe mit dem Markt, der das recht kritisch sieht momentan und den Aktienkurs nach unten geschickt hat, da knallt es hier im Büro, dann sehen wir hier eine Renditeerwartung noch von 11,7%. Das ist immer noch überdurchschnittlich vom Markt her. Und jetzt ist natürlich eine Glaubensfrage. Sagt man, mir ist das egal mit dem Taschenspielertrick bei den Dividenden und auch, dass das Wachstum jetzt ein bisschen niedriger ist. Für mich ist es immer noch attraktiv und ich bin einfach so hoch an einem so hohen Cashflow interessiert, dass für mich die Dividendenrendite attraktiv erscheint von den 3,4%. Das bleibt bei mir. Da kann man in die Aktie investieren. Für mich wäre das jetzt eher kein Kauf. Gehen wir mal zur nächsten Aktie und das ist Crown Castle International, war auch eine Wunschaktie von euch. Da haben wir es ja auch schon, Tower REIT. Und er ist momentan sehr günstig zu haben, vermeintlich. Mit einem 12er KGV auf den bereinigten Funds Operations oder auch auf den Funds Operations unterscheidet sich hier nicht. Man sieht auch hier, wie günstig die Aktie geworden ist. Hat einen KGV gehabt von um die 30, noch vor kurzem, jetzt die besagten 12. Ist also mehr als halbiert. Ernüchterung setzt ein, naja, gucken wir erstmal noch auf die Dividenden. Die Dividendenrendite momentan bei 6,8%, fast 7%. Da muss ich mal tief schlucken, also sehr viel oder sehr hoch. Ernüchterung setzt ein, wenn wir hier mal schauen, dass rückläufig sein soll, die Funds from Operations, die eigentliche Kennzahl, Erfolgskennzahl eines REITs. Warum? Wir sehen ja zu einem rückläufige Margen, das ist hier. Und derzeit noch 36% operative auf unter 33% und rückläufige Umsätze hier sehen wir ebenfalls. Da gibt es mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dass T-Mobile US Sprint übernommen hat und Sprint ist ein Kunde auch von Crown Castle und da laufen jetzt die Verträge aus und werden nicht verlängert. Die Sendemasten sind deshalb insbesondere profitabel, werden immer profitabler, je mehr Telekommunikationsunternehmen sich da reinmieten. Und jetzt fällt einer davon weg. Das erklärt zum einen, warum die Umsätze und auch teilweise die Margen nach unten gehen. Anderer Grund ist, die vertreiben ja nicht nur oder vermieten nicht nur Sendemasten, sondern auch Funkzellen beispielsweise, was deutlich kleineres, in Ballungsgebieten, Städten beispielsweise. Und die sind auch weniger margenstark. Insofern kann man das erklären. Und wir haben jetzt hier im laufenden Geschäftsjahr, im nächsten Jahr Geschäftsjahr, übernächstes Geschäftsjahr und überübernächstes Geschäftsjahr, also auf absehbare Zeit, negative Funds from Operations. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu dem, was wir vorher hatten. Da hatten wir steigende Gewinne und jetzt haben wir fallende Gewinne. Und das muss man natürlich bei der Bewertung berücksichtigen. Vielleicht noch ganz kurz zu den Schulden. Da werden 2 Milliarden fällig, habe ich auch geguckt. Bis 2026 sehe ich als unkritisch, weil dank Tower REITs insgesamt das Ganze ja, die ganze Vermietung auch langfristig ausgerichtet ist
und insofern auch sehr zuverlässig ist. Also da sehe ich jetzt keine Probleme bei den steigenden Zinsen hauptsächlich. Gucken wir uns die Bewertung an, gehen hier erstmal wieder out of the box hin und holen den fairen Wert. So sieht er dann aus, basierend auf den Funds from Operations. Auch hier wird erstmal suggeriert, dass die Aktie extrem unterbewertet sei, weil wir haben ja ein 20er KGV in der Vergangenheit, auch durch die Bewertung aus der Vergangenheit berechnet. Wir haben jetzt eben nur noch 12. Kommen wir erstmal auf eine ganz eindeutige Unterbewertung. Jetzt haben wir hier aber einen ganz großen Unterschied. Wir haben hier, sieht man sehr schön, negative Wachstumsraten auf absehbare Zeit. Und vorher hatten wir eben positive Wachstumsraten, teilweise zweistellig. Dann hatten wir hier schon eine Verlangsamung. Da ist halt der Aktienkurs auch schon rückläufig gewesen. Aber wir hatten immerhin noch Wachstum im einstelligen Bereich. Und jetzt sehen wir mal quasi Schrumpfung im einstelligen Bereich. Und da muss man auch einen ganz klaren Bewertungsabschlag vornehmen. Und weil wir kritische Menschen sind, gehe ich hier auf den Markt quasi, also auf die Marktbewertung und nehme 12er KGV, muss ich aber hier oben machen. Und dann seht ihr jetzt erstmal, dass wenn wir die Marktbewertung übernehmen, dass wir hier sogar noch einen fairen Wert haben, der nach unten geht, weil die Erfolgsgröße von Operations auch nach unten geht. Dann hätten wir hier eine Renditeerwartung von knapp 5%, was eine Unterperformance darstellt. Wir hätten sogar ein paar Kursverluste noch, die wir erwarten würden. Insofern, für mich, denke ich, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, Crown Castle, kein Kauf. Interessant wird es, wenn wir uns die Multiples mal angucken hier im Vergleich zum American Tower, und das mache ich jetzt. Das ist der große Konkurrent, und da sehen wir, dass beide Aktien bzw. Unternehmen gleich bewertet waren, lange Zeit, und dass auch bei American Tower wir hier Luft rausgelassen haben, dass American Tower noch deutlich teurer ist mit einem KGV von knapp 17 im Vergleich zu 12. Und worauf ich das Augenmerk lenken möchte, das ist ganz interessant. Wir haben ja hier auch die prognostizierten Multiples, und das sieht man, dass bei Crown Castle hier unten in Braun die Multiples nach oben gehen, weil die Gewinne gehen nach unten. Da wird die Aktie basierend auf dem aktuellen Kurs immer noch teurer, also leicht wenigstens. Und bei American Tower sieht man das Gegenteil. Da wird die Aktie immer günstiger, weil die Funds from Operations weiter steigen sollen. Deshalb mein Vorschlag, gucken wir uns nochmal American Tower an hier. Und die Aktie ist vielleicht besser. Und da sehen wir auch tatsächlich hier im Gegensatz zu Crown Castle, dass man hier weiter von steigenden Funds from Operations ausgeht. Das sieht doch mal deutlich besser aus als bei Crown Castle. Und wir haben aber auch hier eine Dividendenrendite mit 3,9%, deutlich niedriger als bei Crown Castle, aber auch hier deutlich auf Rekordniveau. Und wir haben hier prognostiziert steigende Dividenden schon dann Anfang 2027 würden die auch bei knapp 6% liegen. Als langfristige Investoren ist es natürlich schon attraktiv. Das wäre dann die persönliche Dividendenrendite basierend auf dem aktuellen Einstiegskurs. Deshalb gucken wir uns einfach mal an, wie die Aktie bewertet ist oder warum vielleicht noch ein Vorteil von American Tower, die sind international diversifiziert. Das sieht man hier bei den Regionen. Sie haben auch Schwerpunkt USA, aber in den USA machen sie 56% des Umsatzes aus und in den anderen Ländern, wie beispielsweise Indien und Brasilien, da wird auch Umsatz gemacht. In vielen anderen Ländern, inklusive hier Deutschland, 3%. Man ist also besser diversifiziert, und wenn dann so eine Konsolidierung irgendwo im Markt stattfindet, dann spürt es American Tower weniger stark. Also der faire Wert hier, schauen wir uns den mal an, basierend auf den Funds Operations. Und da haben wir eine Bewertung momentan von 21,6. Also fast doppelt so hoch, 16,6, Entschuldigung, von 16,6 und im Durchschnitt von 21,6. Jetzt würde ich einfach, der Fairness halber, das gleiche Spielchen hier machen und sehr kritisch mit American Tower zu Rate ziehen und dann die Renditeerwartung zu ermitteln. Das heißt, wir haben auch hier jetzt eine Verlangsamung des Wachstums, vor allem im Vergleich zu den Jahren hier, also es ganz stark aufwärts ging. Und aber auch, wir hatten ja auch im Jahr 2021 ein starkes Wachstum. Wir haben hier auch die langen Übertreibungsphasen hier. Und wir korrigieren das jetzt ebenfalls mal ganz kritisch nach unten, sagen, ja, der Markt hat recht, dass er die Aktie so auf Talfahrt geschickt hat. Und dann gucken wir uns mal die Renditeerwartung an, auch nur bis 2025 und nicht mehr hier, wo die Gewinne wieder stärker anziehen sollen. Also nochmal ein bisschen vorsichtig. Und da haben wir eine Renditeerwartung von 10,1%. Und das ist schon quasi den Markt geschlagen. Natürlich viel Dividende dabei, aber auch eben Kursgewinne im Gegensatz zu Crown Castle. Und das heißt, für mich ist American Tower tatsächlich die attraktivere Aktie und die attraktivste Aktie von allen dreien, die wir gerade besprochen haben. So, es wäre natürlich mal interessant, was du davon hältst. Welches ist für dich die interessante Aktie?
Habe ich irgendwas übersehen? Postet es gerne in dem Kommentar, können wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Ansonsten wünsche ich natürlich ein gutes Händchen bei deiner Kaufentscheidung und auf gute Investments und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.